Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Diesmal geht es um eine Wasserlandschaft, die ich anlässlich einer Rundreise in den Niederlanden fotografiert habe. Das Foto ist eher uninteressant, dennoch setze ich es zuerst auf Schwarz-Weiß um, bevor ich zu malen beginne. Nachdem dieses Motiv nun wirklich sehr einfach ist, können wir diesmal ausnahmsweise auf eine Skizze verzichten. Die Vorzeichnung ist mit wenigen Strichen erledigt. Aber bei solch einfachen Motiven könnte man auch getrost auf eine Vorzeichnung verzichten und direkt mit dem Malen beginnen. Zum besseren Verständnis lege ich aber eine Vorzeichnung bei diesem Video an. Los geht's! Jetzt kann mit dem Malen begonnen werden. Ich habe mir vorgenommen, bei diesem Bild alles mit nur einem einzigen Pinsel zu malen. Mit einem chinesischen Ziegenhaarpinsel, mit einem Kalligraphiepinsel. Eine Ausnahme gibt's aber, und zwar das Malen der feinen Stämme und Äste im Hintergrund. Da werde ich vermutlich dann doch zu einem kleineren Pinsel greifen. Für den Himmel und auch für das Wasser brauche ich drei Farbmischungen. Die erste Mischung ist Ultramarin mit einer Spur Sienna gebrannt. Die zweite Mischung für die Wolken ist das gleiche, aber mehr Sienna gebrannt. Das wird also mehr grau werden. Und die dritte Mischung ist Sienna Natur und eine Spur Lasur Orange. Zum Anmischen der Farben nehme ich aber einen anderen, kleineren Rundpinsel, da der Kalligraphiepinsel einfach zu weich ist. Ich befeuchte den Großteil der Papierfläche stellenweise mit klarem Wasser, zuerst einmal den Himmel. Ich werde aber dann gleich auch das Wasser malen. Da sich ja der Himmel im Wasser spiegelt, geht es in einem Zug eigentlich durch. Also jetzt befeuchte ich schon mit Farbe, und zwar um den Horizont herum. Ich kann auch ruhig über die Bäume etwas drüber malen. Warum? Weil die ja dann sowieso dunkler angesetzt werden. Jetzt trage ich die Farbe auf. Zuerst das Blau, ganz locker und mit der Breitseite des Pinsels. Und dann gleich dazu einen Grauton, das ist wie gesagt Ultramarin und Sienna gebrannt, für einen leichten Wolkenschatten. Das Papier ist nass, die Farben verlaufen und vermischen sich ganz weich. Solange der Farbauftrag noch wirklich nass ist, kann ich immer wieder noch verändern, korrigieren, verstärken, wie auch immer. Vorsicht aber, wenn es schon teilweise angetrocknet ist, dann geht nichts mehr, dann entstehen eigentlich mit Sicherheit nur mehr Flecken. Den Pinsel habe ich jetzt ausgewaschen und getrocknet, das heißt zwischen den Fingern ausgedrückt, und kann jetzt etwas überschüssige Farbe vom Blatt abnehmen. Das funktioniert sehr gut, solange der Farbauftrag noch nass ist. Jetzt setze ich noch mit der dunklen Graumischung einige Wolken ins Bild, auch wieder ganz locker. Ich brauche auch keine großen Formen angeben, denn dort, wo ich mit dem Pinsel die Farbe auftrage, verläuft sie ganz weich, weil ja der Untergrund noch nass ist. Und jetzt wird noch ganz schnell das Wasser angelegt. Ganz schnell deshalb, weil ich mich tatsächlich beeilen muss, weil ich ja die Bäume im Hintergrund mit dem Himmel leicht verlaufen lassen möchte. Das heißt, der Himmel muss noch nass sein.
Man sieht, ich habe den Vordergrund der Wasserfläche nicht befeuchtet, weil ich hier eine leichte Granulierung haben möchte. Das heißt, wenn ich den Pinsel ganz weich über das Papier ziehe, dann wird nicht alles von Farbe bedeckt, sondern es bleiben einige weiße Stellen noch über. Ich spiele jetzt noch ein wenig weiter mit dem Wasser. Ein wichtiger Tipp jedoch, man malt Wasser, das man frontal sieht, also ohne Ufer, immer mit waagrechten, fallweise auch mit senkrechten Strichen. Also nicht schräg, keine Wellen, nichts. Ruhiges Wasser mit waagrechten Strichen, da kann nichts schief gehen. Weiter geht es jetzt mit dem Hintergrund. Weil ich bisher sehr schnell gearbeitet habe, ist die Himmelfläche ja immer noch nass. Und wenn ich jetzt die Farbe auftrage, ein Gemisch aus Ultramarin und Siena gebrannt, verläuft es ganz weich mit dem Hintergrund und es sieht fast so schemenhaft aus. Wenn ich nicht so schnell bin, dann ist das auch keine große Tragik. Dann lasse ich das Blatt einfach trocknen und besprühe den betreffenden Bildabschnitt mit einem feinen Zerstäuber. Das funktioniert auch gut. Wenn man sehr gutes Papier hat, kann man das auch mit einem Ziegenhaarpinsel befeuchten. Allerdings soll man nicht so oft drüber fahren, weil man sonst unter Umständen die Untermalung auflöst. In die noch feuchten Hintergrundbüsche setze ich jetzt noch eine dunklere Mischung. Also wieder die gleiche Mischung, Ultramarin und Siena gebrannt, nur diesmal etwas kompakter, das heißt weniger Wasser. Und jetzt kommt noch ein wenig Rheingelb dazu. Eher wässrig, aber nicht zu nass, lege ich zuerst den rechten Landstreifen an. Der kann ruhig etwas gelb sein. Und dann mit der gleichen Mischung fahre ich auch noch in die Büsche. Das Sonnenlicht kommt ja von links, also wird links ein wenig gelb aufgetragen, das sich ganz gut mit den immer noch feuchten Büschen verbindet und so einen schwachen grünlichen Schleier erhält. Das alles soll zügig, locker und schnell geschehen. Mit einer dunklen Mischung und immer noch mit dem Kalligraphiepinsel setze ich am hinteren Uferrand einige Dunkelheiten an. Das ist meistens ja schlammig und auch schmutzig. Nachdem alles getrocknet ist, lege ich noch die Bäume im Detail an. Das heißt, ein schwaches Detail wird das. Dazu mische ich Rheingelb mit meiner Blau-Grau-Mischung und erhalte so ein stumpfes Grün. Und mit dem eher sehr trockenen Kalligraphiepinsel fahre ich nur ganz leicht über die bestimmten Stellen
und male jetzt das Laub der Bäume. Dabei achte ich darauf, dass ich unbedingt einige Durchblicke habe. Ich male also keinen grünen Knödel, sondern ich ziehe den Pinsel vorsichtig über das Papier, sodass Durchblicke da sind, wo ich dann später Zweige und Äste hineinsetzen kann. Je nachdem, wie genau man das malen möchte. Mit einer dunklen Mischung lege ich jetzt die Schatten bei den Büschen an, die ja immer unten sind, unten und relativ dunkel, also etwas mehr Blau in dieser Mischung. Das gleiche Spielchen erfolgt jetzt auf der linken Seite. Man sieht, dass der Pinsel sehr trocken ist. Ich habe ihn auch mit den Fingern etwas auseinandergedrückt, damit er eben genau diese Strukturen aufs Papier bringt. Und auch hier kommen wieder einige kräftige Dunkelheiten in den Schattenbereich. Und jetzt fällt mir ein, ich brauche doch noch einen anderen Pinsel, um dann später einige helle Wasserstellen herauszuwaschen. Meinen China-Pinsel habe ich jetzt gut ausgewaschen und mit Wasser gefüllt und befeuchte jetzt das Wasser. Ich befeuchte das Wasser, ist lustig. Aber ich befeuchte jetzt die Wasserfläche, um die Spiegelungen vorzubereiten. Mit der gleichen Farbmischung, die ich schon für die Büsche verwendet habe, das war Ultramarinblau, Rheingelb und ein wenig Siena gebrannt, setze ich jetzt ganz locker die Farbe in die befeuchtete Fläche. Die verfließt weich und ich kann noch mit dem Pinsel ein wenig nachhelfen, wieder mit waagerechten Strichen. Ja, manche Dinge sind so einfach, wenn man sie nur beachtet. Zum Beispiel eben das Wasser mit waagerechten oder fallweise senkrechten Strichen zu malen. Nicht kreuz und quer, nicht schräg, nur mit waagerechten Strichen. Jetzt wird das Blatt getrocknet und nach dem Trocknen werde ich meinen Flachpinsel in die Hand nehmen. Wie schon erwähnt, brauche ich den, um einige helle Stellen aus den Spiegelungen herauszuwaschen. Dieser Flachpinsel hat eine scharfe Kante. Ich wasche den gründlich aus und trockne ihn fast zur Gänze ab, aber die scharfe Kante soll noch erhalten bleiben. Und jetzt kann ich mit relativ steil gehaltenem Pinsel und waagerechten Strichen einige helle Stellen herauswaschen.
und nehmen sie sofort wieder mit einem Papiertuch weg, sodass das Weiß oder die helle Stelle zum Vorschein kommt. Hier sieht man das ganz genau. In meinen Kursen nenne ich das immer Spielen mit dem Wasser. Das eignet sich im Übrigen auch sehr, sehr gut dazu, eventuelle Fehler in der Wasserfläche zu kaschieren, also zum Verschwinden zu bringen. Dieses Spielen mit dem Wasser sollte man jedoch nicht übertreiben, denn allzu schnell kann auch eine ruhige Wasserfläche damit unruhig werden. Genau hier habe ich eine nicht so sehr gelungene Stelle, die ich gleich jetzt etwas neutralisieren werde. Ultramarin und Siena gebrannt ist die Mischung für die Baumstämme, wo ich nur sehr wenig andeute, also einige Stämme und Äste, und das mache ich mit einem kleinen Schlepper. Auch wieder nicht übertreiben, nicht zu viel feines Geäst malen, auch wenn man es schon beherrscht, das Bild ist schnell überladen. Auch auf dieser Seite werden einige Stämme nur kurz und schnell angedeutet und ich überlege inzwischen, ob ich nicht einige helle Stämme vorsichtig herausschaben soll. Allerdings ist das Papier ja schon trocken, also muss ich mir eine andere Lösung suchen. Ich werde das ganz zum Schluss dann noch zeigen. Nachdem mein Papier, es ist Sound as Water fort, die Farben sehr stark schluckt,
verlangen einige Stellen des Bildes noch nach mehr Dunkelheit. Also noch einmal die Mischung Ultramarinsienna gebrannt und ich gebe jetzt aber noch etwas Preußischblau dazu, damit das Ganze noch kühler und dunkler wird. Hier und da kommen noch einige Verstärker dazu und ich werde die sonnenbeschienene Wiese dann noch etwas wärmer machen. Das geschieht mit einer ganz wässrigen Lasur von Indischgelb. Hat man kein Indischgelb zur Verfügung, kann man auch Reingelb mit etwas Lasurorange nehmen. Jetzt fängt die Wiese an, richtig zu leuchten. Wenn man möchte, kann man mit der Pinselspitze und dem Indischgelb an einzelnen Stellen ganz vorsichtig noch einige Lichtpunkte setzen. Auch einige Dunkelheiten am Ufer verstärken noch den Effekt. Diese Dunkelheiten werden wieder gemischt aus Ultramarinblau und Sienna gebrannt. Ich mische mir wieder ein ruhiges Blau, diesmal mehr Ultramarinblau und nur ganz wenig Sienna gebrannt dazu. Und mit lockeren Pinselstrichen setze ich einige großzügige Wellenschatten waagrecht im Vordergrund in das Bild. Jetzt möchte ich noch einige helle Stämme herausschaben. Dazu befeuchte ich das Papier an den betreffenden Stellen mit einem feinen Zerstäuber. Jetzt ist das Papier aber zu nass. Ich nehme jetzt den Großteil der Feuchtigkeit mit einem Baumwolltuch. Am besten eignet sich eine alte Windel. Ich nehme also die Feuchtigkeit wieder großteils weg und schiebe jetzt die Farbe weg. So kommen einige hellere Stämme zum Vorschein. Nachdem ich im Hintergrund noch einige weiche Verwaschungen vorgenommen habe, bin ich jetzt aber mit dem Bild fertig.
jetzt sage ich nur noch viel Spaß beim Nachmalen und abonnieren Sie meinen Kanal. Dann werden Sie automatisch verständigt, wenn neue Videos von mir erscheinen. Also danke fürs Zuschauen, viel Spaß und bis bald auf diesem Kanal.